Hab da jemanden, der dich auch über die ganze Zeit begleitet, so. Weil wenn du am Anfang immer nur an einem Zeitpunkt dir von unterschiedlichen Leuten Hilfe holst, so, dann wissen die nicht, wo du jetzt stehst, wo du vorher standest und wo du auch hin möchtest. Und das sind immer unterschiedliche Punkte. Und dadurch ergibt sich auch wieder diese Verwirrung. Man braucht diese Klarheit, um wirklich straight zu einem Ziel zu kommen. Hi Leute, brauchst du jemanden, der dir hilft? Und heute möchte ich mal auf diese Frage eingehen. Ich habe die neulich in der Zusammenarbeit gestellt bekommen und es war nämlich eine Frage, die ich mir selber immer wieder gestellt hatte in die letzten Jahre, so, hey, das kann ich doch auch alleine, ich kriege doch alles irgendwie umsonst im Internet, irgendwie und bekommt es da auch hin, irgendwie. So. Und es ist eine sehr berechtigte Frage und ich muss selber wirklich in den letzten Jahren merken, so bei vielen Dingen, die ich dachte, die kriege ich irgendwie alleine hin, dass ich sie nicht hinbekommen habe, beziehungsweise dass ich nicht die Zeit und Mittel hatte, sie hinzubekommen überhaupt. Und dann musste ich mir so eingestehen, okay, ich muss mir da irgendwie vielleicht Hilfe suchen. Und braucht man unbedingt Hilfe? Nicht unbedingt, aber ich möchte gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Selber wirst du es irgendwann, irgendwie, vermutlich meistens schaffen. Du wirst es auf lange Sicht irgendwie hinbekommen. Und du wirst irgendwie zu einem Ziel kommen, das du eben hast. Dir eine dauerhafte Gesundheit aufzubauen, Persönlichkeitsentwicklung, was auch immer dein Ziel ist. Du wirst da vermutlich irgendwie irgendwann hinkommen. Und genau das ist eben auch der Punkt. Gerade wenn du online schaust, es ist verdammt viel Mist im Internet. Jeder kann ein Video publizieren. Jeder kann irgendwas ins Netz stellen. Und es stehen alle möglichen Fehlinfos einmal im Netz. Und viel Mist, der halt einfach nicht auf Erfahrung beruht. Viele Annahmen. Und dann ist es auch so, wenn du ein Thema dir anschaust und nicht in die Tiefe gehst bei einem Thema und dich wirklich länger damit beschäftigst, dann kommst du nie an den Kern bei einem Thema. Und wenn du immer nur auf das nächste Shiny Object, sagt man so schön im Englischen, auf irgendwie das nächste glitzernde, glänzende Objekt, Thema, was gerade irgendwie im Mainstream irgendwo in den Nachrichten oder sonst wo gehypt wird, darauf gehst oder in irgendeiner Szene, dann wirst du nie in die Tiefe kommen und nie zum Kern kommen. So, du beschäftigst dich, ne, hast eine Kugel, die Erdkugel, beschäftigst dich auf der einen Seite mit dem Thema, dann springst du aber wieder zum anderen Thema. Und auf der Oberfläche erscheinen viele Themen einmal sehr konträr, aber wenn du zum Kern kommst, ist es oft der gleiche Kern. Du bist nur von einer anderen Seite dahin gekommen zum Kern. Und das ist der Punkt. Einmal, wenn Infos stimmen, musst du auch bei diesem Thema bleiben und da dranbleiben. Das ist ein Riesenpunkt. Und da gerät man oft ab von seinem Weg. Und dann, wie gesagt, im Internet viel, viel Mist. Das heißt, wenn du wirklich sicher einmal irgendwo hinkommen möchtest, dann brauchst du unbedingt Hilfe. Und wenn du wenn du ein Gebiet nicht kennst, wenn du irgendwo in Urlaub gehst und du bist auf einer Insel
Und du kletterst auf den Berg und das sind nur irgendwelche Dschungelpfade. Und du gehst mit deinem, ja, Reiseführer da hoch. Dann hörst du einfach auf den, wenn der sagt rechts, links. Und du kommst dann auch wirklich da an. Schnellstmöglichst, wenn du einen guten Reiseführer gewählt hast, beziehungsweise auch jemanden, der einfach die Kenntnis von dem Gebiet hat. So. Und ich wollte mir das selber lange nicht eingestehen, habe vieles alleine probiert. Und um es dir mal ein bisschen zu versinnbildlichen, ich habe unglaublich viel alleine probiert und am Ende musste ich feststellen, hey, okay, es hat doch nicht so hingehauen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe viel Annahmen gemacht. Und wenn du dir vorstellst, du stehst am Anfang hier und das Ziel ist hier. So, das Ziel ist da drüben und hier möchtest du hin. Das ist natürlich so die ideale Strecke, direkt dorthin zu kommen. Meistens ist es immer so, wenn du alleine diesen Weg gehst, es werden Fehler passieren. Bei mir zum Beispiel bei einer Ernährungsumstellung. Am Anfang hast du eine Richtung. Und dann gehst du in die Richtung, driftest ein bisschen ab, hörst vielleicht auf irgendwelche Dogmen, beziehungsweise bist an eine Quelle geraten, vieles macht Sinn, aber dann am Ende liest du da halt weiter, du hast noch nicht die Erfahrung gemacht und du kommst halt einfach ein bisschen mehr von deinem Weg ab. So. Und dann kommst du halt hier rüber irgendwo. Und merkst, ey, so funktioniert es nicht. Und wenn du Glück hast, drehst du dann wieder um und kommst wieder in die Bahn. Aber das passiert sehr, sehr häufig nicht. Und man driftet hier einfach irgendwie irgendwohin ab. Und das ist genau der Punkt. Wenn du alleine bist, dann driftest du sehr schnell vom Weg ab, weil du einfach nicht weißt, wo es hingeht. Weil du die Erfahrung noch nicht hast, weil du das Gebiet nicht kennst. So, du bist irgendwo im Dschungel und ohne Reiseführer ist es einfach schwierig, straight den Weg zu finden, gerade aufs Ziel zuzugehen. Und wenn du irgendwie Glück hast, so, dann bist du vielleicht hier am Punkt, hast mit der Ernährung was ausprobiert, aber wenn du an diesem Punkt bist, hast du dir vielleicht schon selber enorm geschadet. So, ich habe zum Beispiel am Anfang viel Fehler gemacht bei der Ernährungsumstellung, zu viel Früchte zum Beispiel, bei einer Rohkost. Und dann merkst du sehr schnell, man isst sehr viel emotional dann auch und isst dann einfach zu viel an den Mengen. So, du schadest deinen Zellen, du machst deinen Körper kaputt. Genauso, wenn du deinen Körper ganzheitlich entgiftest, wenn du eben auch die Ernährung umstellst und dann nicht weißt, was du machst, dann bist du hier halt schon an dem Punkt, wo du dir selber geschadet hast hier, wo du halt zum Beispiel deiner Leber geschadet hast. Du hast nicht richtig ausgeleitet, du wusstest nicht, weil du halt nicht die Erfahrung hast. So, diesen Fehler kannst du machen. Irgendwann, wenn du clever bist, kommst du auch irgendwie wieder zurück auf die Spur. Aber da sind halt schon so viele Fehler passiert. Und ja, wenn du Glück hast, machst du dann hier so eine Kurve, kommst wieder auf die Spur, hast aber zum Beispiel hier, ja, zum Beispiel ein paar Karieslöcher bekommen, weil du einfach nicht wusstest, wie du die Ernährung richtig umstellst, wie das mit den Zähnen dann abläuft. Oder du hast ja deiner Leber geschadet, den Nieren, den Entgiftungsorganen und hast deinem Körper nichts Förderliches, ja, getan. So. Und das ist am Ende unbezahlbar, so deine Gesundheit. Diese Fehler, so, die passieren halt dann. Dann machst du hier vielleicht eine Schleife, drehst wieder so ein bisschen in die Richtung. Dann denkst du, du hast es wieder. Und kommst hier wieder vom Weg ab, weil du wieder irgendwas anderes hörst, was eben dem konträr ist, was ich vorhin angesprochen hatte. Und diese ganzen Fehlinfos im Internet,
Und diese Dinge, die nicht auf Erfahrung beruhen, die bringen dich dann halt wieder an einen anderen Punkt. Und dir fehlt diese Selbstreflexion. So. Hier denkst du jetzt vielleicht, hey, du bist jetzt an einen wichtigen Punkt gekommen. Aber auch wenn du im Netz schaust, so, es werden dir nicht klar die richtigen Schritte in der richtigen Reihenfolge mitgegeben. Geht ja gar nicht in so einem YouTube-Video oder sonst wo in einem Video. Es ist kein klarer Prozess. Und das ist auch der Punkt. Das bekommst du nirgends online, wo du einen klaren Prozess hast, wo du komplett durchgeführt wirst. Es ist so individuell, an welchem Punkt man gerade steht, auch gerade was Gesundheit, Ernährung anbelangt. So. Je nachdem, was du für eine Vorgeschichte hast, was du für Baustellen hast gesundheitlich, startest du an einem ganz anderen Punkt und du kannst nicht jemandem mit Hautproblemen das gleiche raten wie jemand, der Diabetes hat, der sonst was hat. So, es sind unterschiedliche Punkte, von denen man kommt, unterschiedliche Vorgeschichten, man lebt in unterschiedlichen Umgebungen und so weiter. So, und du kannst nicht einen Schritt vor dem anderen machen. So, du kannst nicht die Waschmaschine anstellen und danach die Wäsche reintun. Also kannst du schon, aber es ergibt keinen Sinn. Und so sind viele Teilausschnitte, die du irgendwo im Internet findest, ja, hilfreich und sinnvoll. Aber man muss auch beachten, an welchem Punkt man da gerade steht. Viele Punkte sind nämlich nicht sinnvoll, wenn man an einem gewissen Punkt ist. Und manchmal muss man noch einen Schritt vorwegnehmen und man kann keine Schritte überspringen auf der ganzen Reise. Und das ist der Punkt. Und wenn du da niemanden hast, der dir das reflektiert, der die Erfahrung hat auf einem Gebiet, dann ja, wird dir das passieren? So, das ist mir in den letzten 5 bis 10 Jahren zigmal passiert. So, ich habe extrem viel Fehler gemacht und die kann man sich einfach ersparen. Ich hätte mir da auch vieles ersparen können. Und ja, dann kriegt man vielleicht irgendwie wieder die Kurve. So, hat sich wieder selber geschadet und man irrt hier noch ein bisschen irgendwie umher. So. Und wenn du dir jetzt diesen Pfeil mal anschaust, schau dir diese Strecke mal an und dann vergleich's mal mit dieser Strecke, wenn du gerade auf dein Ziel zuläufst. Dann wirst du sehen, überleg dir mal, deine Lebensspanne ist nur so lang. Diese Strecke hier mit hin und her ist 10-mal so lang wie deine Lebensspanne. Und du hast einfach nicht die Zeit und die Möglichkeit, alles allein herauszufinden. Und da muss man dann auch mal sein Ego beiseite schieben und einfach Leute fragen, die die Erfahrung haben. So. Sei es, dass du dir Hilfe holst, das ist auch das, was wir in der Zusammenarbeit machen, oder dass du halt in eine Gruppe gehst, wo wirklich Leute sind, die die Erfahrung haben. Und nicht irgendwer, der da auch irgendwie gerade frisch startet und so. Ist auch schön, wenn man sich da zusammentun kann. Unterstützt einen auch unglaublich. Aber man muss trotzdem immer jemanden dabei haben, der schon die Erfahrung hat, damit man diesen Spiegel hat und weiß, okay, man schafft sich, wenn man jemanden hat, der die Erfahrung auf einem Gebiet hat, dann kannst du dir hier Leitplanken schaffen. So. Du schaffst dir Leitplanken auf deinem Weg und vielleicht driftest du mal kurz ab, also dann kommst du wieder in die Spur. So, zack, und du kommst auch super schnell zu deinem Ziel. Und das ist der Punkt, wenn du das nicht machst, dir keine Hilfe suchst, irgendwo, irgendwie. Es muss einfach jemand sein, der die Erfahrung auf dem Gebiet hat, der schon diese Fehler gemacht hat und dem du wirklich vertraust, wo du einfach weißt, okay,
das bringt mir jetzt was, das ist ein Spiegel für mich so. Und da muss man halt auch mal über seinen Schatten springen. So. Am Ende in unserer Welt hat man nicht die Zeit, nicht die Möglichkeiten, neben Job, neben Arbeit. Natürlich könnte man sich irgendwie dieses ganze Wissen erstmal anlesen, aber dann ist es nur Theorie. Und dann ist man verwirrt, weil 10 Leute was anderes sagen, weil es eben keine Erfahrung ist. Und die Zeit hat man nicht, die Mittel hat man nicht. Und man bezahlt am Ende mit seinem Körper, mit seiner Gesundheit, die man sich auf dem Weg hier schadet. So. Dann bezahlt man ja, Gesundheit, Zeit und ja, mit dem, was man sich halt für ein Leid dabei erschafft, so, was man da alles durchmachen muss. Und das muss am Ende einfach nicht sein. Und das ist der Punkt. Und sowas bekommst du auch nicht irgendwie, irgendwo, einfach so auf YouTube, sondern du musst halt in eine Gruppe gehen, geh zumindest, was weiß ich, in eine Facebook-Gruppe, sonst wo in eine Gruppe rein, hol dir diesen Spiegel, hab da jemanden, der dich auch über die ganze Zeit begleitet, so. Weil wenn du am Anfang immer nur an einem Zeitpunkt dir von unterschiedlichen Leuten Hilfe holst, so, dann wissen die nicht, wo du jetzt stehst, wo du vorher standest und wo du auch hin möchtest. Und das sind immer unterschiedliche Punkte. Und dadurch ergibt sich auch wieder diese Verwirrung. Man braucht diese Klarheit, um wirklich straight zu einem Ziel zu kommen. Und wenn man clever ist, sucht man sich halt von Anfang an Hilfe von jemandem auf dem Gebiet, der da eine Ahnung hat. Egal wer das sei. Ja, und diesen Austausch. Also das mal ein super wichtiges Thema, gerade was diesen ganzen Prozess mit der Ernährung, mit der Entgiftung vom Körper, wenn man das ganzheitlich machen möchte, anbelangt. Und wenn man halt wirklich eine dauerhafte Gesundheit und eine innere Stabilität aufbauen möchte, dann ist es unabdingbar, dass man da weiß, was man tut und dass man dann in irgendeiner Form einen Spiegel hat, der einem sagt, okay, hey, jetzt geht's in die falsche Richtung. Und dass man dann halt auch wirklich das Körpergefühl immer mehr entwickeln kann. Dass man selber irgendwann weiß, komplett in welche Richtung es immer geht. Das ist der Punkt. Ja, das wollte ich heute mal loswerden. Und wenn du dich da mehr austauschen möchtest, komm auch gerne mal in die Facebook-Gruppe rein. Komplett kostenlos, tausch dich da aus, stell da deine Fragen und ja, wir starten sogar bald auch wieder, jetzt frisch in diesem Jahr suchen wir noch eine Gruppe zusammen in den nächsten paar Wochen, also melde dich gerne mal jetzt direkt auch und dann können wir auch deine Situation mal anschauen, wo du stehst, wo du genau hin möchtest, ob wir dabei helfen können und wir starten eben komplett über ein ganzes Jahr, 12 Monate und ja, das ist komplett super viel jetzt reingeflossen. Ich habe nämlich in der Zusammenarbeit wirklich alles in den letzten 1,5 Jahren nochmal komplett überarbeitet, wo zig Leute durch diese 12 Monate durch den Prozess durchgegangen sind wirklich und es ergeben sich Systeme, es ergeben sich Schritte, die immer dieselben sind und es tauchen immer wieder die gleichen Fragen auf und all das habe ich jetzt halt mit reingepackt so. Also ich bin echt, bin auch mega gespannt, wie es euch dann gefällt. Und was so in den nächsten 12 Monaten da passieren wird. Und ja, ansonsten, wenn dir das Video weitergeholfen hat, Daumen nach oben, Kanal abonnieren, kennst du. Weil wie gesagt, diese Inhalte hier auf YouTube auch, weil viele es gar nicht wissen oder denken, diese Inhalte hier, dafür bekomme ich kein Geld. So, wenn du den Kanal unterstützen möchtest, komm in die Zusammenarbeit zum Beispiel und lass dir selber helfen, so. Aber diese Sachen hier auf YouTube, die finanzieren sich nur durch die Zusammenarbeit einfach, so. Sonst könnte ich diese Videos hier zum Beispiel nicht machen. Und deswegen lass gerne einen Kommentar da, support den Kanal in sonstiger Art und Weise, teile die Videos. Und ansonsten, ja, wünsche ich dir noch einen super schönen Tag. Und bis dann, mach's gut, ciao.